Ja, halli, hallo zurück auf meinem Hof. Landwirtschaftssimulator werden wir wieder spielen. LS19 auf dem Hof bzw. auf der Karte Swiss Touch. Neues von Pascal. Herzlich willkommen. In diesem Video weiß ich noch nicht genau, wo ich hingehe mit euch. Das heißt, zunächst habe ich da mal noch ein Güllefass bereit. Da muss ich noch ein, zwei Felder begüllen, wenn man dem so sagen kann. Ich habe die neu angepflanzt bzw. angesät und dann habe ich noch ein platzierbares BGA heruntergeladen und da werde ich mal schauen, ob ich das irgendwo bebauen kann oder respektive, ob es überhaupt funktioniert, ja oder nein. Sollte ich zwischendurch mal ein bisschen husten oder die Nase raufziehen. Es tut mir leid, ich entschuldige mich. Ich bin leider ein bisschen erkältet, hatte eine leichte Grippe oder habe sie immer noch. Ich konnte heute nicht arbeiten gehen, aber den ganzen Tag im Bett rumzuliegen, war mir dann auch zu öde und deshalb habe ich gedacht, okay, ich mache doch wieder mal ein Landwirtschaftssimulator-Video trotz Erkältung. Also, wenn ich zwischendurch mal husten sollte oder sonst irgendetwas, bitte entschuldigt mich. So, also, ich habe hier diesen Traktor. Übrigens sind wir heute hier auf dem Oberburg, auf dem Hof Oberburg, nicht in Ambach. Ambach wäre ja da drüben. Und heute sind wir hier eben auf dem Hof Oberburg. Beziehungsweise im Moment, je nachdem, wie wir dann vorankommen. So, also den habe ich schon mal aufgefüllt. Ich habe schon zwei, drei Fässer rausgeschmissen vorhin. Und jetzt habe ich hier noch etwas Rest über. Da werde ich jetzt zum Feld runterfahren und dort noch Gülle austragen. Und ich weiß gar nicht, ob ich drüben noch ein Feld habe. Ich müsste dann mal schauen, wenn ich noch ein bisschen Rest habe, ob ich dort noch den Rest verteilen gehen werde. Ich nehme da ein bisschen eine Abkürzung, die ich mir natürlich auch selbst gebaut habe. Oder zumindest so zurecht gemacht habe, dass es in etwa funktioniert. In etwa, hä? Gutes Stichwort. So. Ich habe übrigens den Fuhrpark der Fahrzeuge schon wieder etwas reduziert oder respektiv angepasst, also den Leistungen entsprechend bzw. Anzahl Traktoren habe ich ziemlich stark geschrumpft jetzt, zumindest auf dem Haupthof. Da hatte ich ja praktisch so für jede Maschine ein Traktor. Das kam natürlich noch vom alten Hof hier, also vom alten Hof, wo wir jetzt hier in Oberburg sind, aber noch vom alten Aufbau sozusagen. Dort war alles so weitläufig und Gebäude sind fast 2 Kilometer auseinandergezogen worden quasi, bis ich dann mal das Place Anywhere Map installiert habe, wo man die Gebäude ein bisschen enger bauen kann. Und ja, viele Maschinen habe ich natürlich mit rübergenommen. Ich habe dann auch einige noch heruntergeladen, neu. Die alten sind halt irgendwo geblieben und irgendwo finde ich immer so ein Plätzchen für diese zu verstauen, wenn halt auch nur unter einem Schopf oder irgendwo, wo sie gar nicht mehr so richtig gebraucht werden. Und letztens habe ich schon in einem ersten Schritt einige Fahrzeuge angepasst, das heißt im Fachjargon, ich finde gerade das Wort nicht, ich bin am Suchen, würde man sagen, man hat den, oder wie sagt man, das Personal optimiert oder wirtschaftlich optimiert oder so etwas in dieser Art und Weise. Ja, und ähnlich habe ich es jetzt auch mit den Fahrzeugen gemacht. Nicht, dass ich da irgendwie Geldnöte hätte und so weiter. Also ich arbeite da zum Teil auch mit ein bisschen Cheats. Also wenn ich Geld brauche im LS,
dann brauche ich Geld, da muss ich nicht zuerst 10 Maisfelder ernten und verkaufen oder was auch immer, bis ich da zu Geld komme, sondern wenn ich Geld brauche im LS, das war schon früher so, schon beim 9er, dann beim 11, 12, 13, 17 und so weiter, dann bekomme ich auch Geld, ohne dass ich da lange zwirbeln muss. So. So, jetzt habe ich nur noch 38%. Ich denke, oder ich sage jetzt mal, ich gehe mal noch den Rest aus dem Gürloch pumpen. Es wird nicht mehr sehr viel sein, glaube ich. Und dann habe ich ein bisschen weiter im Dorf unten noch ein Feld, wo ich, glaube ich, noch einen Fleck zu wenig hatte. Also da habe ich vom Ambachhof her Gülle ausgetragen, schon gestern. Und da waren dann die Güllelöcher oder waren dann leer. Und ich habe, glaube ich, noch einen kleinen Fleck dort, den ich nicht mehr begüllen konnte. Weiß gar nicht, sagt man dem eigentlich begüllen oder vergüllen oder keine Ahnung. Ist auch egal. Wir sagen bei uns, in meinen Let's Plays, in meiner LS-Welt, begüllen. Ja. So, das ist wieder mal ein Wort. Vielleicht haben wir es gerade erfunden und vielleicht gibt es das schon. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so recht, wo ich das BGA hinbauen möchte. Ich habe da so eine kleine Vermutung, eine Idee quasi, aber ich weiß nicht, ob es vom Platz her reichen würde. Ah ja, noch 5000 Liter. Ja, jetzt haben wir wahrscheinlich nicht Platz für alles. Nö, ist dann noch 580 Liter drin, aber das kann man gelten lassen. Das ist dann kein Problem. Das wird dann das nächste Mal sein. Somit noch einmal ein bisschen austragen, noch einmal ein bisschen begüllen gehen und dann war es das auch schon. Wenn ich hier rechts den Traktor gerade sehe, hier auf dem Feld, also ich habe mich schon recht stark jetzt langsam aber sicher auf den Frühling bzw. schon langsam auf den Sommer eingestellt. Heu habe ich noch etwas weniges im Lager, also bei beiden Orten hier, Oberdorf und Oberburg und auch ach so. Also sollte man das jetzt hören, das bin nicht ich, sondern das ist wahrscheinlich jemand nebendran oder unter mir, der da irgendwie ein Loch in die Wand bohrt. Ich habe gerade gedacht, habe ich einen komischen Sound hier auf dem Traktor, den ich noch nie gekannt habe oder gehört habe, aber es ist im Haus selbst. Also jemand wird wahrscheinlich ein Bild oder irgendetwas bauen oder aufhängen oder was auch immer. Wo war ich stehen geblieben? Ja, beim Heu. Also ich habe noch etwas Heu auf Lager, das werde ich bestimmt noch fertig verfüttern, aber ich habe dann auch schon bei beiden Höfen die Traktoren fertig gemacht und auch die Ladewagen bzw. die Mähwerke, um zu grasen. Das heißt, ich werde dann demnächst beginnen mit Frischgras wieder zu geben, den Kühen und auch den, wer frisst auch, ich glaube, die Schafe fressen auch Frischgras oder eben Heu. Und etwas werde ich bestimmt immer noch auf Lager behalten, auch da Reserve für die Pferde oder auch für die Schafe zum Teil, werde ich auch im Sommer teilweise etwas Heu geben. Das mache ich ja auch zum Beispiel
in LSUN, also LS17 auf der Karte, da mache ich das auch so. Also die Schafe, die bekommen da das ganze Jahr über Heu, sowie auch Gras, aber hauptsächlich Heu, wobei die Kühe dann wieder auf Gras umgestellt werden. Und genau so ist es hier auch. Also, hier habe ich diesen Fleck, aber wahrscheinlich wird es nicht reichen fürs Ganze. Das ist schon mal klar. Man sieht hier oben, da habe ich schon alles begüllt. Und ja, mal schauen, wie weit wir kommen. Ich setze mal den Tempomat ein bisschen rauf, damit wir ein bisschen schneller unterwegs sind und das Ganze ein bisschen besser verteilt wird. So. Ist halt ein bisschen unrealistisch, da mit 15 Stundenkilometer auf dem Feld zu blochen, um Gülle auszutragen. Da mag wahrscheinlich das Güllefass mit dem Verteiler nicht mal hin, aber wir sind ja schließlich in einem Spiel, in einem Simulator und da kann man sich solche Scherze zwischendurch mal ohne weiteres erlauben, ist meine Meinung. Ja, was habe ich sonst noch? Neu oder beziehungsweise was ich euch zeigen möchte oder zeigen könnte. Nein, eigentlich nichts. Also wie gesagt, einige, ich komme nochmal darauf zurück, einige Fahrzeuge habe ich verkauft, die mir einfach letztendlich wirklich zu viel waren. Einige habe ich dann optimiert, also an einen anderen Platz hingestellt oder vielleicht ein paar ältere ersetzt durch ein paar modernere, sage ich jetzt mal. Aber Achtung, die Deutzes, die bleiben auf dem Hof, aber nicht alle. Auch da habe ich ein bisschen reduziert. Ich habe ja letztens mal ein Video hochgeladen, wo ich die Morgenroutine zeige zum Beispiel. Und da hatte ich ja, das war eigentlich noch vor, eigentlich ist es schade, es war vor, vor dem ersten Fahrzeuganpassungsaktionakt oder wie ich dem auch sagen möchte, habe ich euch mal die Morgenroutine gezeigt oder habt ihr vielleicht gesehen, zum Beispiel bei der Fütterung, da hatte ich ja einen Traktor für den Tieren Stroh einzugeben, einen Traktor hatte ich für Heu reinzugeben, dann habe ich einen gehabt für Wasser zu geben, ich hatte dann wieder einen zusätzlich noch zum Mist aus, Stelle ausmisten und so weiter und so fort. Und das habe ich jetzt eben ein bisschen reduziert. Da habe ich eigentlich quasi für die Morgenarbeiten ist eigentlich ein Traktor zuständig oder respektiv ja zuständig eingeteilt. Und zwar eben ein solcher alter Deutz, der kleine. Und da wird halt morgens, wenn ich die Stelle mache und abends, muss halt der kurz frei sein. Nötigenfalls kann man auch mal kurz einen anderen nehmen, das ist gar kein Problem. Aber irgendwie habe ich auch so ein bisschen, ja, das ist vielleicht in meiner Natur, dass ich so einen gewissen Standard reinbringen will, eine gewisse Routine, die zum Teil auch schon habe und diese dann auch einbehalten möchte. Das heißt, wenn ich mir etwas plane, das heißt, ich habe mir jetzt gesagt, der ist dazu zuständig, dann bin ich auch so eingestellt, dass es auch die meiste Zeit dann so sein soll. He? Also das heißt, nicht, dass man da ewig immer umtauscht und dann ist der Richtige nicht auf Platz und so weiter und so fort. Also da muss man halt einfach schauen, dass am Morgen und abends dieser Traktor wirklich dann auch zur Verfügung steht und halt für andere Arbeiten nicht vorhanden sein wird und so weiter und so fort. He? Aber da bin ich ja Alleinmann hier auf der ganzen Karte und selbst schuld, wenn ich es dann nicht einhalte. Übrigens, ich hätte nicht gedacht, dass das reicht. Hier ein kleiner Fleck jetzt noch. Das wären jetzt diese 580 Liter, die noch im Tank sind auf dem Hof. Aber für 580 Liter nochmal hier aufs Feld drauf fahren, nö, das ist jetzt wirklich nicht lohnenswert, sage ich mal. Ich fahre also jetzt wieder zurück. So. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir dieses BAG, nein, BGA,
Ich verwechsel das immer. Also das BGA hier im Spiel hat nichts zu tun mit BAG, also nichts mit Covid, Schweiz, Bundes, wie heißt das? Keine Ahnung. Bundesgesundheitsanstalt oder was auch immer, sondern hier ist es wirklich BGA, die Biogasanlage. Ja. Mal schauen, wo wir die platzieren könnten. Ich habe so ein, zwei, drei Vermutungen. Vielleicht wird es auch nichts. Also wenn es dann wirklich zu doof wird vom Platz her und wenn ich da wieder zu viel modifizieren muss, dann sage ich dann vielleicht auch, okay, wir belassen es so, wie es war. Aber praktisch wäre es schon gerade eben, jetzt habe ich relativ viel, also nee, jetzt im Moment geht es relativ gut auf, weil ich noch ein bisschen warte, aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu viel Heu hätte, vielleicht noch in Ballen irgendwo gelagert oder was auch immer, und ja, nächstes Jahr will ich ja wieder frisches Heu, dann könnte ich das zum Beispiel dorthin bringen, das wird dann verarbeitet, gibt mir wieder Gülle, dass ich wieder auf die Felder austragen könnte. Und natürlich dann auch letztendlich Geld. Also ich bin ja nicht aufs Geld angewiesen hier im Spiel, aber trotzdem verdient man da eigentlich ohne viel zu machen mit der Biogasanlage, weil eben da Biogas produziert wird im Hintergrund, dann braucht man nicht viel zu tun. Einfach hinfahren und diese Überreste oder das Ladegut abladen und fertig. So, ich habe vorhin von Fahrzeuganpassung gesprochen, das habe ich auch hier getan. Also ich habe zum Beispiel hier dieses Güllefass, das habe ich mir wieder zugekauft. Ich habe ja hier ziemlich alles verkauft oder nach drüben umgezogen, gezügelt damals. Aber ich habe mir gesagt, jedes Mal alle... Also gut, man muss natürlich auch wissen, die Idee war mal hier diesen Hof ja quasi zu verkaufen, diese Seite, und hier gar nichts mehr zu tun haben, vielleicht noch ein paar Hühner oder respektive einfach noch das Lager zu behalten, was da drüben steht. Aber mehr wollte ich ja im Prinzip hier eigentlich nicht mehr, was sich dann anders entwickelt hat als gewollt. Und deshalb habe ich damals auch zum Teil drüben zugekauft oder hier verkauft und so weiter. Und ja, mittlerweile bin ich wirklich wieder ein bisschen am Rauffahren. Ich werde dann bestimmt auch noch einen Zusammenmacher und einen Kreisler für diese Seite holen gehen, mal, wenn mal einer vielleicht ein bisschen vergünstigt ist. Und vielleicht kann ich auch von drüben, da habe ich etwa vier Kreisel zum Beispiel, zusammen machen sind auch genügend im Spiel umher. Also ich bin da auch wieder ein bisschen am Aufbauen, aber auch nicht umsonst. Also es gibt Maschinen, die kann ich gut von drüben rübernehmen, wie die zwei, dreimal gebraucht werden im Jahr und so weiter, das ist klar. Aber so wie ein Güllefass, was ich, ja, ich sage jetzt mal gefühlt alle zwei, drei Wochen mal ausgüllen muss, ist es halt schon praktisch, wenn dann die Fahrzeuge und die Maschinen vor Ort sind. Ich habe mir auch noch den gekauft. Nein, das ist nicht der, den ich drüben hatte. Ich habe noch einen zweiten auf der Karte, werdet ihr dann nachher sehen. Es ist natürlich der gleiche vom Modell her, das stimmt. Aber ich habe mir gesagt, wenn ich dann den anderen, der da drüben, ich weiß gar nicht, ob man ihn jetzt sehen kann, schauen wir dir, der da, der ist jetzt wieder auf den Feldern, also der ist und bleibt auf den Feldern, der ist zum Grasen, damit ich da direkt mähen und dann zusammen machen kann, und dann hätte ich hier auf diesem Hof nur noch der hier, der Kleine. Ich hätte dann nur noch den MF, mit dem wir gerade draußen waren. Der hier, aber den zähle ich nicht als Traktor, wobei er hat auch die Funktion, man kann auch alles anschließen, was man müsste, aber der ist wirklich nur da für Sachen zu transportieren, zu putzen und so weiter. Der hier, das ist auch ein altes Ding, der ist auch nicht mehr so zu gebrauchen, den brauche ich hier, um die Milch auszupumpen und diese zur Käserei zu bringen, mehr auch nicht.
Und der hier eben, der ist also ein bisschen ein Allrounder, der ist zum Grasen, zum Kühler austragen, so diese ja, Sachen. Und dann habe ich hier drüben noch einer, hier immer noch im Lager, also das ist immer noch der, der schon immer da war und hier bleiben wird wahrscheinlich auch. Klar, wenn ich mal etwas zu tun habe drüben auf dem Hof oder so, dann kann ich auch den kurz nehmen, das ist klar, aber der ist hier grundsätzlich fürs Lager zuständig, hier zum Ballen aufladen, zum Ballen einlagen und so weiter und so fort. Also das heißt, zum Hof hier hätte ich eigentlich dann nur noch der hier, der etwas stärker ist, und auch der kleine Deutz, die sind relativ gut. Also Leute, wenn ihr einen kleinen Traktor sucht mit relativ viel Kraft und Leistung, diese hier, die kann ich euch nur empfehlen. Also die ziehen diese Anhänger und diese befüllten Kipper, was auch immer, diese Berge rauf, auch wenn ganz langsam ist. Klar, der ist dann natürlich in einem tiefen Gang. Aber sie ziehen wirklich die Sachen rauf, und ich bin wirklich recht zufrieden. Er ist relativ geländig und auch, wie sagt man denn, wendig. Also ich kann es ja kurz mal zeigen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel drehen möchte mit einem großen Traktor, hier diese Wendekreis so einzuschlagen, könnt ihr vergessen. Hier zweimal drehen und schon bin ich 180 Grad gedreht und kann auf die andere Richtung fahren quasi. Oder auch hier, vielleicht komme ich hier sogar rundherum. Die sind wirklich, und das ist übrigens auch in echt so, also ich habe auch einen Oldtimer-Traktor, einen Same. Der ist ungefähr die gleiche Bauart, das ungefähr das gleiche Alter. Auch ohne Allrad, also nur Hinterradantrieb, nicht Vierradantrieb. Also eigentlich wirklich draufbau, die Funktion bzw. die Art des Fahrzeugs ist genau gleich. Und die sind wirklich so. Also damit kann man drehen irgendwo, da kann man sich mit großen Fahrzeugen nur träumen. Wenn ich jetzt, ich nehme jetzt mal der da, der ist ja auch nicht unbedingt steinalt. Aber jetzt schaut mal, wie stark ich den nur einwenden kann gegenüber dem Deutz. Schaut mal den Kreis, den er macht. Unmöglich, ja. Unmöglich. Und dann noch rückwärts fahren oder je nachdem in kleine Gassen und so weiter damit, ist wirklich aufwendig. Deshalb diese Deutz, die ich da habe, zwei, drei auf dem Hof oder auch sonst auf der Karte jetzt, die sind wirklich zu empfehlen. Wenn ihr einen guten Traktor sucht, einen älteren, der wirklich auch zu gebrauchen ist, lädt euch diese Deutz runter, die sind wirklich top. So, also genug gequatscht, jetzt wollen wir mal ans BAG gehen. BGA, Entschuldigung, Biogasanlage, nicht BAG. Also wenn ich es falsch sage, ihr wisst, ich meine wirklich das im Spiel, ich habe nichts zu tun mit dem anderen. Ich zahle meine Steuern und mehr habe ich mit Politik nichts zu tun. Ist übrigens ein Spruch von Alfred Tetzler von Ein Herz und eine Seele. Jene, die die Sendung kennen, müssen mal schauen auf YouTube, Ein Herz und eine Seele. Da wird noch Deutsch gesprochen und zwar wirklich Deutsch. Okay, also. Jetzt wollen wir mal schauen. Ich weiß gar nicht, ich habe das erst vorhin gerade heruntergeladen. Ich weiß gar nicht, wo das überhaupt ist, ob es überhaupt funktioniert. Hier ist es schon, dieser Agricomp, 250.000. Ja, geht, passt. Mal schauen, ob sonst noch Zubehör dazu kam zu diesem Mod. Scheint nicht der Fall zu sein. Nö. Jetzt weiß ich nicht, wo ich den platzieren möchte. Also, ich gehe mal kurz auf die Karte. Also eine Möglichkeit oder eine Alternative wäre natürlich dieser Platz hier. Wenn ich ihn nicht platzieren kann, dort wo ich möchte, dann wäre dieser Platz hier, dieser große Teil da, wäre eine Option. Ja. Aber meine Idee ist es, diesen, aber das wird wahrscheinlich nicht Platz haben, hier unten zu platzieren. Dass auch hier diese Gegend ein bisschen gebraucht wird, sage ich jetzt einmal. Also hier haben wir eine Futtermühle, wo ich Getreide ablagern kann und so weiter, das ist klar. Und ja, ich gehe mal hier kurz hin. Hier seht ihr aber auch gerade noch so einer, der war
vorher auf dem Hof drüben, den habe ich eben hier umplatziert und dafür einen neueren drüben. Und hier ist, sieht man ihn gerade hier, der gleiche, der, was ist das, Dorado? Ja, Dorado 66. Der war auf dem Hof mal drüben bei mir, auf dem Haupthof. Damit habe ich, ging ich zur Käserei, glaube ich, einen Teil und so weiter, kleine Arbeiten. Aber der war überflüssig, also habe ich ihn hier rübergestellt. Also, eine Idee, dieses BGAs zu platzieren, wäre noch hier hinten, oder also beziehungsweise hier irgendwie auf diese Grünfläche. Ich muss mal schauen, wie viel Platz das eigentlich einnimmt, aber wahrscheinlich wird das hier unten nicht Platz haben. Ja, nee, wahrscheinlich definitiv nicht. Muss ich mal schauen, wo da die Abladetrigger sind. Also das ist sicher mal vorne rechts und auch unten rechts, jetzt wenn man jetzt dreht, also auf einer Seite wahrscheinlich aufladen, auf der anderen Seite abladen, aber selbst wenn ich es so ein bisschen ins Felsgebirge einbaue, nö, das hat definitiv leider keinen Platz hier, schade. Schade, schade. Und hier oben, da müsste ich natürlich alles ein bisschen abgleichen und das Terrain entsprechend bearbeiten. Hier, aber dann komme ich nicht mehr durch. Also, ist das mal nix? Hier oben, aber eigentlich, ja... Da eben hier wäre natürlich der ideale Platz dafür oder vielleicht sogar noch ein bisschen nach vorne hier. Hier zum Beispiel. Oder so. Vielleicht auch so, dass das Güllebecken hinten ist und nicht allzu viel zur Straße kommt. Das wäre sicher noch eine Option. Mal schauen im Dorf, wie es so aussieht. Vielleicht Dorf wäre natürlich auch praktisch, als wäre alles ein bisschen zentrierter. Oder hier unten, das Feld habe ich zwar schon angepflanzt, aber musste gerade schnell mal das Blatt holen. Was habe ich hier schon? Ah, da hatte ich ja so ein Video, Sojabohnen. Sojabohnen habe ich sonst nirgends, da müsste ich ein anderes Feld noch damit... Ja, das ginge natürlich auch hier oder da hinten. Ja, warum nicht? Warum nicht? Hier habe ich übrigens den anderen Traktor vom anderen Hof zum Grasen platziert. Aber ehrlich gesagt, hier, das wäre ja auch nicht schlecht. Ich hätte dann immer noch genügend Platz da nach hinten. Ja, aber das ist dann wieder ein bisschen abseits vom Dorf. Ja. Der Mann hat Ansprüche, nicht wahr? Ah, da wisst ihr was? Hier drüben, da. Das, hier ist ja sowieso die Sägerei, das heißt, hier bringt man auch Ware. Hätte ich sogar schon Fahrzeuge da unten, je nachdem. Wisst ihr was? Ich speichere mal den Spielstand, falls etwas schief gehen sollte. Man weiß ja nie. So. Dann nehmen wir das Ding nochmal. Und jetzt... müsste ich halt einfach dann einen Weg dazu machen. Gar kein Problem. Leute, ich setze den jetzt ein. Wo ist schon wieder der Trigger? Nicht, dass ich da alles zu nah hier links und rechts, damit man auch eine ideale oder zumindest eine gute Zufahrt hat. Ich setze mal. Achtung. Dank. Oh, konnte nicht gekauft werden. Warum? Wegen dem Terrain. Scheiß, die waren da. Entschuldigung.
Auch nicht. Ah, okay, ist doch anspruchsvoll, hä? Mein lieber Herr Gesangsverein. Kölner. Ja, also dann geht das auch nicht, schade. Nee, es hat nicht geschneit hier, sondern ich habe da Kalk verteilt, also das wird dann wieder in den Boden eingearbeitet, aber es hat nicht geschneit, keine Angst. Muss ich hier bei diesem Lager ein bisschen erweitern da oben? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber da sind wir wieder an einem ganz anderen Platz gelandet, als ich eigentlich wollte. Ach, Leute. Das ist der Nachteil, wenn man Maps spielt, die eben alles andere als flach sind. Hä? Aber das ist auch die Herausforderung, da muss man Platz finden und suchen. Hier unten wäre natürlich auch Platzmöglichkeiten oder hier oben, ja, so hier rein. Aber das ist dann wieder... ich hätte es gerne abseits von dem Hof ein bisschen zentrierter haben möchten. Hä? War das jetzt Deutsch? Nee, nicht unbedingt. Hä? Oder hier ins... ich denke, das wird wahrscheinlich auch zu viel. Geht auch nicht. Donnerwetter. Und hier. Da unten. So. Passt. Ja, Leute, warum nicht hinter dem Händler? Hä? Ja. Passt doch so hier. Da kann man immer noch heuen oder grasen oder was auch immer, hier auch. Und das Feld kann ich ja dann gerade brauchen, sowieso zum Biogas herstellen. Der läuft schon, ohne dass etwas dabei ist, okay. Müsste ich dann schauen, wie das überhaupt funktioniert. Hä? Also hier wahrscheinlich dann Gülle abholen. Hier vielleicht, braucht der vielleicht noch sogar Diesel oder sonst etwas, keine Ahnung. Und hier dann wahrscheinlich rückwärts die Rampe rauf mit dem Ladewagen, mit dem Ladegut und entladen. Okay. Ja. Leute, ich fahre mal dahin. Bräuchte ich dann vielleicht auch wieder den einen oder anderen Traktor oder etwas, zumindest einige Fahrzeuge, muss man schauen. Aber wahrscheinlich wird das nicht so anspruchsvoll sein, also man bringt ja die Sachen hin und holt es dann wieder ab. Also von daher, ja. Hoppla. Also wieder zu viel Schnaps in den Kaffee gegossen. Was heißt Kaffee? Wo ist es denn? Ach, sieh mal da. Passt doch noch gerade so mit dieser grünen Kuppel da ins Feld rein, oder? Okay. Ja, ich platziere doch den mal hier ein bisschen so. Okay, schauen wir uns das Ding mal an. Müsste ich dann natürlich den Weg ein bisschen zurecht machen, vielleicht ein bisschen abebnen. Das ist klar. Aber viel muss ich wahrscheinlich gar nicht tun. Hier kann man schön rückwärts rauffahren wahrscheinlich und dann wird das dann abgeladen. Hä? Geht ja nicht. Oder mit deiner Kippschaufel. Wenn man es wüsste. Weil hier, wo war das?
Hier ist dann auch wieder ein Trigger. Kann ich da das stellen? Nö. Nix. Also hier wird dann wahrscheinlich abgepumpt, nehme ich jetzt mal an. Dann haben wir was noch. Können wir da raufgehen? Nö, können wir, aber es bringt nichts. Hallo? Hallo, hallo, jemand da, da, da. Ging nicht. Okay. Hoppa, so. Ah, die Lüftung dreht schon, sehr gut. Wird wieder Einsprachen geben natürlich dann und Reklamationen, weil es stinkt. Aber ist mir relativ egal. Ah, so kann ich schauen. Selbstmord, haha. Nee. Gut, wenn man hier reinkommt, da besteht nicht mehr groß Hoffnung. Wenn da, wenn da nicht jemand drunter steht, der den Notknopf ausschaltet oder so, da, nö. Das war's, glaube ich. Okay. Also, machen wir mal die Zufahrt quasi. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das am besten machen soll. Aber ich komme wahrscheinlich von daher, nehme ich jetzt mal an. Mal mit diesem Boden anfangen. So, und dann können wir hier noch ein bisschen mehr Vorplatz machen. So, vielleicht auch, dass man rundherum fahren könnte, wäre auch cool, je nachdem, wie man da einige Fuder machen muss. Wobei, nee, ist eigentlich, ja. Nee, man kann ja hier vorne drehen, rückwärts dahin, fertig, Schluss, Amen. Und hier auch. Hier ein bisschen anpassen, hier modellieren, so, ein bisschen den Boden anpassen quasi. So. Viele fragen sich vielleicht, wie kommt der wieder auf solche Ideen? Man könnte ja noch das und das einbauen, man könnte ja noch das verändern auf der Karte, man könnte ja diesen und diesen Traktor ausmisten quasi oder eben dazu kaufen. Ich sag's euch, wenn ich... Ah, da kann man noch reinschauen. Oh! Vielleicht kann ich... Oh, nicht schlecht. Kann ich vielleicht sogar die Tür öffnen? Wusste ich gar nicht. Kann man da auch reinschauen? Da. Ich will die Gülle sehen, aber ist noch nichts drin. Nö. Ja. Ach Gott, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Da werde ich dann natürlich noch ein bisschen verschönern mit der Zeit, sei es, wie sagt man, mit Bäumen, vielleicht ein Zaun rundherum, ein paar Lampen und so weiter. Also das ist immer nur so roh, der Rohschnitt quasi. Hä? Aber das wird sich mit der Zeit dann verändern. Nee, also ich wollte euch kurz sagen, wie ich auf solche Ideen, auf solchen Mist komme.
Das ist relativ einfach. Es gibt manchmal so Tage, beziehungsweise eben Abende oder Nächte, da kann man einfach nicht einschlafen. Das gibt's. Es gibt verschiedene Faktoren. Entweder man ist in Gedanken irgendwo oder ich sage jetzt mal, auch wenn es einige nicht wahrhaben möchten, aber der Mond hat viel Einfluss, zumindest für einige Personen. Bei mir zumindest ist es so, also der Mond hat relativ viel Einfluss über meinen Schlaf, wie sagt man, ja, über meinen Einschlafzyklus oder Einschlafmöglichkeiten quasi. Und dann beginne ich, mir eben solche Gedanken zu machen. Ich denke mir manchmal, wo könnte man sich verbessern? Und ich habe mir auch angeeignet, dass ich, wenn ich nicht schlafen kann, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, einige sagen mir jetzt wahrscheinlich dann gleich, versuch's mal mit einer Klapse oder so. Nee, so schlimm wird es nicht sein. Ich habe mir angeeignet, wenn ich definitiv nicht einschlafen kann, dann beginne ich zu sprechen. Also nicht jetzt so automatisch, sondern ich beginne zu sprechen, wie ich mit jemandem über dieses Landwirtschaftssimulator sprechen würde. Das heißt, ich bin quasi in einem Sitzungszimmer. Kann man, ja, klingt jetzt doof, ich weiß, aber was wollte ich das? Ich bin quasi dann wie in einem Sitzungszimmer oder so und spreche über eben solche Ideen und das könnte man doch. Oder. Und ich überlege mir natürlich auch die Antworten des Gegenüber, das ist klar. Ja, und so entstehen dann manchmal so Ideen von mir und dann versuche ich es mal. Meist natürlich still und still und ohne, dass es jemand merkt. Und jetzt in diesem Fall habe ich gedacht, okay, ich nehme doch euch mal wieder mit in einem Video und schauen uns das ganze Zeug ein bisschen an. Und ja, so entstehen dann eben auch die Ideen. So, jetzt habe ich mal so ein bisschen, ja, ich wollte mal schauen. Ah ja, seht ihr, Tür öffnen. Ah, nicht schlecht. So, mal schauen da. Mal alles verstellen. Oh. An. Oh, sogar. Nein, ich glaub's nicht. Sogar das Licht kann ich einschalten. Leute, da habe ich jetzt gerade ein bisschen Freude. Das Ding kann mehr, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, okay, das ist dann so einfach so ein Klotz, der da steht und fertig und Schluss. Markierungen? Welche Markierungen? Hä? Ach so. Diese Markierung wahrscheinlich. Ja. Ich hole mal kurz einen Traktor hier beim Händler. Und vielleicht auch gerade einen Ladewagen. Hey du, hallo. Kann ich mal kurz einen Traktor haben, bitte? Ja, natürlich, nimm ihn nur. Danke. So geht das. Das will ich jetzt gerade wissen. Ich muss das jetzt einfach wissen, wie das funktioniert dann. Und zwar... Wie? Mit einem Überladewagen wahrscheinlich. Oder den hier. Da habe ich ja auch den gleichen auf dem Hof. Mal kaufen. Ja, ja. So.
Das ist wieder mal so eine super Kombination, ein Ladewagen, der wahrscheinlich aus lauter Alter schon keinen Jahrgang mehr hat und ein riesen Traktor vorne dran. Umgekehrt wäre auch doof. Ja, ich weiß. So, jetzt hole ich einfach mal so einen Wagen voll mit Gras. Ach, ich freue mich auf den Sommer. Hey. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wieder heuen, wieder dann ernten, Stroh pressen und dann wieder mit dem Drescher auf den Feldern rum. Ah, ich freue mich schon drauf. Es ist wirklich so. Das ist im Winter, dann macht man so, ja, so kleine Sachen oder eben Holzarbeiten. Ist auch schön. Also im Sommer, sehne ich mich nach dem Winter und umgekehrt, das ist natürlich so. Also, wisst ihr was, jetzt versuche ich gerade mal mit Frischgras. So. Ah, ich könnte es eigentlich auch dort kaufen. Nö, komm. Eigenproduktion ist immer noch das Billigste. Oder das Beste. Oh, Entschuldigung. Mein Fehler. Depomat kurz noch ein bisschen runter. So. Es braucht da nicht viel, ich will einfach nur schauen, wie ich das dann abladen kann und was es dann macht da unten. Es kann auch sein, dass ich dem noch Diesel einfüllen muss. Zum Beispiel beim LS17 ist er das, ist eigentlich so eine Kompostanlage, wo ich zum Beispiel Mist reinmachen kann. Das wird dann zu Kompost verarbeitet und da muss ich auch Diesel einfüllen, damit die Maschine überhaupt läuft. Keine Ahnung, wie das hier dann geht. Ach, dieser Husten, ich hasse es. Wobei, es löst sich langsam schon. Ich bin froh. Weil wenn ich etwas hasse, ist es dieser trockene Husten, der dann eigentlich überall Schmerzen macht, aber nur nicht da, wo er soll. Also er soll ja überhaupt nicht, aber ja, nur so zum Verständnis quasi. Ja. Ich hasse das. Und dann die Nacht durchhusten, es wird nicht besser. Ah, ich hasse es. Ich hasse es, Leute. Gut, wer hasst nicht, krank zu sein, aber eben. Und übrigens, nein, es ist nicht Corona, damit das auch gerade geklärt ist. Ich habe gestern Mittag, also Sonntagmittag, habe ich kurz einen Corona-Test gemacht oder später Mittag, Anfangs Nachmittag, so. Und auch heute Morgen wieder einer. Ich habe gedacht, okay, damit ich beim Arbeitsplatz auch Bescheid sagen könnte, falls es soweit ist. Also ich hatte ja schon Corona im Dezember über Weihnachten, also nicht schlimm. Ich habe weniger Beschwerden gehabt als jetzt mit der Grippe, aber ja,
Aber nur so, eben, es ist nicht Corona. He? Und zumindest noch nicht. Es kann sein, dass der morgen anzeigt. Ich hoffe es mal nicht, aber ja, man weiß ja nie so genau, wenn diesem Unfug Mist. So, jetzt werden wir das mal aufladen da. Funktioniert noch sogar dieser alte Karre? So, aber wisst ihr was, wenn man schon Husten hat und dann noch sprechen, bisschen Wasser, Ist das gut? Wenn sie's gut, dann tut's gut. vergiss es. Ich weiß, man könnte auch schneller fahren, aber wollen wir das? Nö, wir wollen uns doch Zeit lassen, oder? Ja, also dann. So. Will ich auch mal so fahren. Es gibt viele Leute, also viele, ja, zumindest wenn man so die Let's Plays anschaut, die machen alles aus der Fahrperspektive, alles. Ich persönlich kann das nicht. Erstens einmal, jetzt bei dem Ladewagen sieht man gut nach hinten. Also ich kann den Abstand einschätzen, das sieht auch relativ echt aus. Aber wenn man da wirklich nichts sieht und auf einem 2D-Bildschirm quasi, also klar, man sagt ja, wir haben eine 3D-Grafik, aber letztendlich den Abstand zwischen etwas vom anderen kann man da trotzdem nicht so richtig einschätzen. Und ich könnte nicht alles so von der Kabine aus fahren, ich kann es nicht. Aber so zwischen noch auf der Straße oder jetzt eben mal so ein bisschen zum Üben oder so, ja, das geht. Aber nicht immer. Also ich fahre wirklich meistens so, damit man das Fahrzeug sieht. Sieht irgendwie auch geiler aus, finde ich. Wenn man da hinten die Maschinen sieht, wie die den Boden bearbeiten oder so. Anstatt nur so und ja, klar, Rückspiegel und so. Oder kann ja auch nach hinten sehen, aber habt ihr es gehört? Hinten sehr. Mann. Ach, es beginnt wieder. Ich glaube, ich muss langsam das Video dann abschließen. Sonst kommt es nicht gut. Oh, da müsste ich wahrscheinlich mal ein bisschen Geräte machen. So, jetzt, wo muss ich den abladen? Also, wir haben ja gesagt, wahrscheinlich da hinten. Hä? Jetzt mache ich das gerade mal wieder, so als Freude quasi, zum Probieren mal. So, jetzt will ich mal schauen, ob ich dann die Aufforderung bekomme zum Abladen da oben.
Nö. Auch so nicht. Muss ich da... Ah, vielleicht mit einem... Nee, aber da wäre die Zufahrt nicht gegeben. Mit einem Wörterband habe ich noch gedacht. Hier abladen ist klar, dann ist es auf dem Boden. Hier überladen, starten. Okay. Und jetzt? Passiert jetzt was oder nicht? Ah, man hört, ja. Seht ihr, jetzt ist das da drin. Das wird jetzt natürlich verarbeitet wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite... Oder wie, oder was? Das wäre jetzt geil, wenn das ganze Zeug hier animiert wäre und noch so ein Motorsound wäre oder so irgendetwas wie eine richtige Fabrik. So. Das wäre jetzt cool. Schade. Ja. Wozu ist diese Anzeige hier? Wird dann wahrscheinlich angezeigt, wie viel Gülle ich drin habe. Es braucht wahrscheinlich einen kleinen Moment, bis das gegärt ist und dann natürlich auch verarbeitet ist. Aber sieht man das jetzt hier oben drin oder wo? Nö. Ah, jetzt hätte ich... Ah, ich bin ein Idiot, ehrlich. Ich hätte jetzt ein bisschen sein lassen sollen zum... Aber, wartet mal. Ich hol mal was. Und zwar das Ding da und ich kaufe mir mal einen Ballen. Und zwar hier. Einen Ballen Weizenstroh. Jo. Zack. Ist meins, nicht mehr deins. Hast du schon bezahlt? Nö, ich zahle morgen. Ja, natürlich. Und übermorgen heiratet der Papst. So. Hey du, ich nehme dir auch mal kurz dieses Teil hier, hä? Ja, mach mal nur. Danke. So, das ist auch realistisch, hä? Mit Palettengabel Strohballen zu transportieren. Natürlich. Wobei, es funktioniert natürlich, also auch die pixeln rein, es geht vielleicht ein bisschen schwerer. Man macht vielleicht mehr kaputt, aber funktionieren würde das in der Realität natürlich auch. Oder auch nicht. Siehst du? Sag mal. Jetzt will ich mal schauen, wenn ich diesen Ballen dort reinschmeiße, ob es das vielleicht annimmt. Ich hoffe, es frisst in mir jetzt nicht hier vom Trigger. Nö. Alles gut. So. Ah ja. Okay. Ach so geht das. Also dann hier mit Kippschaufel. Kippschaufel bzw. Förderband arbeiten, ja, geht, passt, tatsächlich.
Das wird jetzt auch wieder verarbeitet. Das andere ist wahrscheinlich schon durch. Es ist schade, dass es mir hier jetzt nicht anzeigt, wie viel ich rauspumpe. Klar, das wird dann wahrscheinlich angezeigt, wenn ich Befüllung starten drücke und dann auf dem Fass selbst. Den lasse ich mal da, den Ladewagen. Früher oder später muss ich dann noch einen Traktor holen oder kaufen, das ist klar. Nö, wisst ihr was, mache ich jetzt gerade. Moment. Kann ich den wieder zurückgeben hier? Danke, tschüss. Zahlen tue ich dann übermorgen oder auch nächstes Jahr. Ich habe ja hier unten noch einen oder zwei zur Verfügung. Ich nehme den kleineren, danke. Ich kaufe dir den ab, ja. Tschö. Zahlen nächstes Jahr vielleicht. Und dann mache ich nämlich gerade so. Mal schauen, ob ich dem einen Frontlader anbaue. Anbringen könnte, das wäre natürlich gar cool. Und sonst schaue ich dann vielleicht gerade für einen größeren, mal sehen. Konfigurieren, Frontladeranbau, sehr gut. Hey, haha. So macht Spaß, so Leute. Einfach ranfahren, Idee umsetzen und schon ist gut. Also, dann brauche ich hier gerade einen Frontlader. John Deere, ja klar. So etwas. Wir haben einen grünen Traktor, also machen wir den Frontlader auch grün. Oder? Oder rot. Rot sieht auch gut aus. Grün und rot. So. Abholbereit? Ja, ich weiß. Zurück und ich kaufe mir gerade noch einen Ballenspieß dazu. Den mache ich auch rot. Nee, mache ich nicht. Den mache ich schwarz. Ja. Kaufen. Und ich kaufe mir gerade noch eine Schaufel. Hoppla. Danke sehr. Und was brauchen wir noch? Güllefass, ein Güllefass. Hier. Gibt's keinen kleinen, ganz, ganz kleinen. 8000 Liter nur so hier zum Probieren. Okay. Auch in Rot. Ja, ja, alles in Rot. Komm schon. Dann erkennt man, zu welcher Station das gehört. Ob Hof, ob eben halt BGA jetzt neu. Hä? Ladewagen haben wir ja schon. So. Und, jetzt habe ich hier keinen Front. Nochmal konfigurieren. Moment. Kann ich dem noch ein Gewicht dran machen? Ja, kann ich. So. Auch immer gut. Und, apropos Gewicht. Ich kaufe mir gerade noch ein Gewicht für hinten, wenn man mal Frontladerarbeiten machen muss. Ist wahrscheinlich nicht so allzu schwer sein. Ja, ja.
so etwas da. Machen wir das auch gerade. Rot. Rot, rot, rot. Rot wie die Liebe. So. Wieder ein Traktor, der eingesetzt wird und nicht nur rumsteht. Wunderbar, Leute. So. Gib mal das Ding her, da! Nehmen wir gerade die Schaufel. So. Ha, cooles Gespann, oder? Haha. Entschuldigung. Ja. Hier muss ich unbedingt noch ein bisschen upgraden. Es braucht ja nicht viel, aber vielleicht so etwas wie ein kleiner Schuppen oder etwas. Den gerade da hinten hin, so. Zack. Ja, toll. Mama! Ja, ja. Das passt schon irgendwie auf eine Art und Weise. Den lasse ich mal kurz da. Wollen wir dann nachher kurz probieren, ob das auch funktioniert, oder? Die Schaufel. Achtung! Und zack! Haha! Schaufel können wir mal dahin stellen. Ja, es wird dann vielleicht noch die eine, Achtung, die eine oder andere Optimierung geben. Mal sehen. Den bringen wir auch mal gerade dort unter diesen Schopf. Ist wieder super gebaut natürlich, klar. Man könnte ja auch vorher den Boden bearbeiten, aber nee. Oh, Leute, ich glaube da. Nö, also den verräume ich dann später. Da muss ich zuerst noch etwas tun. Ich hole mal noch das Gewicht und die Palettengabel. So, und das Gewicht. Zack. So.
dahin und jetzt. Wenn du da runterrutschst, dann bekommst du, weiß nicht was. Entschuldigung. So, jetzt möchte ich mal wissen, ob ich da Gülle auspumpen kann schon. Ja, Befüllung starten. Oh. Ja, aber Gärreste. Was ist das dann? Ist das dann Gülle? Wahrscheinlich. Achtung. Oh, alles auf die Kamera, du Affe. Ja, aber das scheint zumindest so zu funktionieren. Also... Wenn ich Kühle brauche, habe ich auch hier jetzt noch eine Quelle, nicht nur bei den Höfen. Klar, es muss natürlich immer zuerst aufgefüllt und bearbeitet werden, aber das wird dann wahrscheinlich auch wieder eher gegen den Herbst sein, wenn man alle Ernten schon drin hat, genügend Heu hat und dann noch Wiesen zu mähen hat, kann man das dann hier hinbringen. Sehr praktisch, sehr cool. So. Mal hier noch ein bisschen modellieren. Halt mal still da mit diesem blöden... Nö. So, ein bisschen gerade machen. Die Schaufel hängt jetzt in der Luft, aber auch nur, bis ich sie dann wieder anhänge. So, hat er jetzt selbst abgeschaltet? Spinnst du, oder was? Nur weil ich hier am Arbeiten bin. Ja, ist so. So, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Zumindest ein bisschen, ne? Na, okay. So, nehmen wir da die Höhe. Oh oh, das war nicht gut, Leute, nicht gut. Habe ich euch eigentlich schon gesagt, dass man eigentlich, bevor man da etwas bearbeitet, eigentlich eine Sicherung oder eine Speicherung machen sollte? Ich denke ja, aber was nützt es, wenn man etwas sagt und dann selber nicht macht? Ich sag da nur, selbst schuld. Ich hoffe, ich kriege den wieder raus da dann. Aber das geht schon irgendwie. Ja. Und wenn ihr schon dabei sind, hier vorne gerade noch ein bisschen den Hügel begradigen. So. Sieht doch schon ganz anders aus. Hm? So. Haha. Ja, ja. Mal schauen, wie das in echt aussieht hier. Die Schaufel muss ich dann gleich nehmen. Ach so, jetzt ist... Ja, ja, nur dagegen laufen und sie fällt schon runter, seht ihr. Auch hier nur ein bisschen daneben fahren und er hat sich schon gehoben. Habt ihr es gesehen? Wenn nicht, dann spult nochmals zurück.
Wo hast denn du den Führerschein gewonnen? Nicht gewonnen, geschenkt bekommen. Haha. Das ist ein Unterschied. Gut. Der Ladewagen, den werde ich wahrscheinlich nicht unbedingt brauchen, auch das Güllefass nicht. Das war jetzt mal zum Probieren. Werde ich dann vielleicht wieder verkaufen oder irgendwo anders einsetzen, sage ich mal. Aber weil, wenn ich ja Gras anliefere, dann komme ich ja sowieso gerade mit dem Wagen her. Und wenn ich Gülle brauche, komme ich ja sowieso auch gerade mit dem Güllefass her. Also von daher, ja, wird wahrscheinlich das irgendwann mal überflüssig. Klar, vielleicht ein Überlader oder eben eine die Schaufel mit den Ballen zum Beispiel, wenn ich Ballen ablade, das ist klar, aber mal schauen. So, räume ich das Fass auch noch, das Gewicht auch gerade noch dort rein. So, dann ist es wenigstens ein bisschen wettergeschützt, das ganze Zeugs. So, dann muss ich dem da unten diese Skorpion da wieder zurückbringen. Was habe ich jetzt? Och Gott, fast eine Stunde 20 schon. Hey Leute, die Zeit vergeht. Ich habe gedacht, es gibt so ein halbstündiges, dreiviertelstündiges Video. Nö, war wohl nix. Hä? So schnell geht das, wenn man da ein bisschen bearbeitet und erzählt und so weiter. So. Hoppala. Hörst du die Regenwürmer husten? So, also, ich fahre damit mal nach Hause. Das Ganze werde ich dann natürlich noch ein bisschen optimieren, ein bisschen bearbeiten, ein bisschen verschönern. Sei es Bäume pflanzen, vielleicht den Weg noch ein bisschen besser einzeichnen. Wo es nicht nötig ist, wieder Gras anpflanzen und so weiter. Und ja, und dann werde ich bestimmt mal ein, zwei Wagen schon mal einfüllen, quasi als Startbefüllung, dass schon mal etwas da ist, das ist klar. Und dann werde ich laufend da immer wieder etwas reinkippen und bearbeiten lassen. Ja. Das ist, gerade 4 Uhr, Zeit für den Stall gleich dann. Jetzt geht's noch kurz einen Kaffee und dann gehe ich in den Stall. Und somit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wieder mal eine Bausession quasi und natürlich am Anfang noch ein bisschen Gülle ausgetragen vorhin. Also eigentlich eine Sendung rund ums Güllen, kann man fast so sagen. Nee, aber muss halt am Anfang auch sein und wie gesagt, meine Videos sind nicht unbedingt Tutorials oder was auch immer, sondern meine Videos, sei es bei Computer, bei Technik oder auch hier Landwirtschaftssimulator oder auch OMSI, es geht nicht um ein How to do it oder so etwas oder ein Tutorial oder wie auch immer ihr das nennt da in der modernen YouTube-Welt, sondern das dient wirklich lediglich zur Unterhaltung, ein bisschen zuschauen, ein bisschen zuhören, vielleicht auch im Hintergrund mir ein bisschen das Quatsch anhören und gleichzeitig, vielleicht, Entschuldigung, das war halt ein bisschen laut fürs Mikrofon, und gleichzeitig zum Beispiel auch selber spielen, gibt es ja auch so Leute, die das machen. Das sind dann jene, die früher mal Lehrer werden wollten und dann hat es nicht geklappt und jetzt sitzen Sie den ganzen Tag in einem Bus und... nee, Quatsch, Entschuldigung. Nee. Er weiß, wie ich es meine. Also das ist alles unter kollegialen
Bedingungen da, diese Aussagen, und gar kein Problem. So, also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen, und bis zum nächsten Mal. Es wäre schön, wenn ihr auch wieder einklickt oder anschaut, und ich sage es wieder einmal, ich sage es nicht jedes Mal wie einige YouTuber, wenn ihr Bock habt, mir einen Daumen hoch zu geben, dann tut das, lasst euch nicht abbremsen oder was auch immer, und ein Abo ist natürlich auch immer da, und wenn ihr schon am Klicken sind da beim Abo unten, klickt auch gerade noch die Glocke an, dann seid ihr sicher und ihr bekommt auch immer eine Meldung, sobald ich etwas Neues hochgeladen habe oder sonst irgendetwas, und seid immer auf dem neuesten Stand, ihr verpasst keine Videos von mir, alles wunderbar. Nochmals, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Neues von Pascal. Dankeschön und tschüss.